Ich hasse euch alle. Lasst mich doch einfach in Ruhe, alt und verschroben sein. Ich hasse euch alle. Nächster Halt, Neu-Tutanka. Danke, dass Sie mir geholfen haben, den Kolonietransporter zurückzuholen, Ryder. So was Dämliches aber auch. Tja, so sieht Ihr Leben im Grenzbereich nun mal aus. Sie hätten zulassen sollen, dass ich Ihr Round erledige. Das wäre deutlich einfacher gewesen und sicherer. Wir brauchten ihn lebendig. Er ist uns lebendig nützlicher als tot. Ja, Sie haben vermutlich recht. Außerdem kann ich ihn ja später immer noch umlegen. Ich kann's kaum erwarten, Spender an die Wand zu nageln. Wir werden ihn erwischen. Früher oder später werden wir ihn kriegen. Genau wie Aron. Hoffentlich früher. Ich habe schon Pläne mit ihm. Ach, hören Sie mich nur reden. Ryder, Sie kennen mich inzwischen gut genug. Fakt ist, ich bin ein Fossil. Ein Symbol der Vergangenheit, in der die Kroganer wild entschlossen waren, sich selbst zu vernichten. Kämpfen und töten. Mehr kenne ich nicht. Wenn mein Clan und Kesh eine echte Zukunft haben sollen, ist es vielleicht besser, wenn ich nicht Teil davon bin. Sie sind nicht allein. Ihr Clan braucht sie. Genau wie ich. Wir müssen aufeinander aufpassen. Das sagen Sie jetzt. Vergessen Sie nur nicht, wen Sie da ermutigen. Hat sich die Loyalität von Dracady verdient. Freibeuter. Da-ding, da-ding, da-ding. So, dann würde ich... Tempest. Dann gehen wir mal zur Tempest. Fraglich, wo die ist. Wo ist mein Schiff? Ich guck mal gerade hier, ob Vorn hier ist. Morn, denken Sie, wir können das unter Mordas Führung schaffen? Sie klammert sich zu sehr so an die alten Gewohnheiten. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass Sie mich gerettet haben. Also, vielen Dank. Sie müssen mir nicht danken. Schon okay. Ich bin einfach nur froh, dass ich der Kolonie helfen konnte. Dann hat sich Drake der Richtigen angeschlossen. Kesh. Also, Sie und Kesh. Ja, wir kannten uns schon, bevor wir die Reise nach Helios angetreten haben. Richtig nahe gekommen sind wir uns allerdings erst durch unsere Zusammenarbeit auf der Nexus. Sie bedeutet mir wirklich viel, Ryder. Drake hasst mich doch nicht, oder? Um ehrlich zu sein, würde ich Sie gerne um einen Gefallen bitten, Ryder. Gefallen für Vorn. Um was für einen Gefallen geht es? Naja, ich habe eine spezielle Blütenpflanze gezüchtet und sie möglicherweise nach Kesh benannt. Ich dachte mir, Sie könnten sie ihr vielleicht geben, wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind. Von mir. Klar, warum nicht? Sie sind echt süß, Vorn. Geben Sie schon her. Danke. Sagen Sie ihr, dass diese Blume auf T'Chanka nicht wachsen könnte. Ihr aber ein neues Leben hat. Genau wie wir. Wir sehen uns, Vorn. Kommen Sie bald mal wieder vorbei. So, dann bringen wir die Blume auf jeden Fall. Kesh die Blume bringen. Ich glaube aber nicht, dass wir das heute machen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch zur Tempest, starte und dann schaue ich mal. Dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Aufnahme wirklich mal wieder die Cat ärgern. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja gar nicht die Endmission. Vielleicht bin ich ja die ganze Zeit nur so ein bisschen paranoiamäßig da dran. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Wäre es nicht besser, wenn ich direkt dahin gehe? Ich port mich dahin. Weißt du was? Ich porte mich. Tschak, badabam, bam, bam, bam.
ist ja quasi eh nebenan. So. Da, 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 di, da, da. Ja, und schon habe ich mich verfranst. Oh. Na, das hat's jetzt nicht gebracht. Da hatte ich schon bessere Einfälle. Da ist schon wieder dieses Viech. Dass man das von hier aus so deutlich sieht. Nee, nee, nee. Södele. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur noch diese Mission von Cash und dann geht's auf zu den Cat, würde ich sagen. Das klingt, denke ich mir mal, nach einem guten Plan. Wer weiß, was uns da erwartet. Alle Systeme im grünen Bereich. So, ich würde aber sagen, an der Stelle speichere ich mal. Wir haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Das werde ich gleich nachgucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ganz einfach direkt im Anschluss wieder. Bis denn, euer Safi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, alle unsere Begleiter komplett fertig zu kriegen. Sind dabei leider auch auf verbuggte Quests gestoßen. Ist ja egal. Mir wurde gesagt, dass ich doch nochmal vielleicht bei Dingsbums vorbeischauen soll. Cash die Blume bringen. So. Dann machen wir das noch. Drinks. Ryder. Hey Kleine, der Transporter ist zurück. Da könnten wir doch ein bisschen ausspannen. Schauen Sie bei unserem nächsten Besuch in Kadera Port mal Krallas Song vorbei. Die Barkeeperin dort ist fast schon eine Freundin von mir. Sie wird Ihnen etwas mixen, das Sie auch als Lösungsmittel für Lacke benutzen können. Also seht ihr das? Da müssen wir eh nach Kadera. Passt ja. Dann bringen wir auch noch die Blume für Cash. Und dann schauen wir das mal. Und wenn da nichts Neues wirklich auftaucht, würde ich fast sagen, gehen wir mal in dieses eine Ding da. Die eine Quest, die uns schon von Anfang an aufgezeigt wird. Und zwar die Jagd nach dem Archon. So, wo wollte ich zuerst hin? Nexus. Eine Blume für Cash. Machen wir das so und dann geht's nach Kadera. Ja, komm, wir machen das so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann haben wir soweit wie alles fertig. Ich weiß nicht, was mich bei dieser einen Quest da oben erwartet mit der Jagd des Archon. Vielleicht ist es schon das Endgame. Vielleicht auch nicht. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich weiß auf jeden Fall, ganz egal, was das für eine Quest ist, wir sollten auf jeden Fall sehr gut dafür gerüstet sein. Ich meine, welchem Level waren wir? 45 oder so? Gefühlt? Ich hatte jetzt nämlich nicht nachgeguckt. Müsste ich gleich mal machen. Kann ich ja gleich machen, wenn ich gelandet bin. Njong. Hallo Nexus. Schubelidubelidu. Aha. Bessere Zubereitung. Zukunft für unser Volk. Ach, das ist wahrscheinlich auch da, ne? Dann sind wahrscheinlich beide Quests da. Ja gut, ne? Dann machen wir das doch einfach mal. Home sweet home. Obwohl, wenn ich mir aussuchen könnte, auf so einer Station zu leben oder auf einem Planeten, der halbwegs in Ordnung ist,
Würde ich, glaube ich, eher einen Planeten wählen. Keine Ahnung wo. So. Wir sind sogar 47, liebe Freunde. Mit 500 EP, die noch fehlen, bis zu 48. Schubidu, schubidu. Ob wir die 50 noch knacken? Pathfinder, hier Nexus-Kontrolle. Ich habe Ihren Scrambler entschlüsselt und schicke Ihnen jetzt die Daten. Gute Arbeit. Pathfinder, Ende. Sam? Die Daten sind eingegangen, Pathfinder. Der Scrambler enthält alle notwendigen Beweise, um Spender zu überführen. Okay. Ist das hier, wo wir hin müssen? Pathfinder Ryder, ich brauche eine Information von Ihnen. Tja, ist geheim, mein Freund. Top Secret und so. Geheime militärische Anweisung. Von den anderen Pathfindern hörst du irgendwie gar nichts mehr. Wir sind die einzigen, die noch irgendwas reißen. Das erste Kind einer Milchstraßenspezies hat in Helios das Licht der Welt erblickt. Das gesunde, auf einem Shuttle im Weltraum geborene Menschenbaby ist nach so vielen Opfern eine willkommene gute Nachricht. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wir müssen zu Cash. So. Pathfinder Ryder. Wilma. Ich mache mir Sorgen um die Nexus, wenn euch die Kent finden. Verteidigen wir die Station. Das ist alles, was wir hier tun können. So. Du. Vaughn wollte, dass ich Ihnen das gebe. Eine Pflanze? Eine Blume. Er hat gesagt, auf T'Chanka könne sie nicht wachsen, aber hier habe sie ein neues Leben. Ich glaube, er wollte romantisch sein. Ach, sentimentaler Narr. Verbringt seine Zeit damit, Blumen großzuziehen. Das ist Zeitverschwendung. Es bringt dem Überleben der Kroganer keinen Vorteil. Geben Sie ihm eine Chance. Er wollte Ihnen etwas Gutes tun. Seien Sie nicht so streng mit ihm. Sie sind genauso schlimm wie er. Hat er gesagt, wie man sie pflegt? Mit Liebe. Ganz einfach. Das war's. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Cash die Blume bringen. Ach komm, Wilma, du willst ja irgendwas von uns. Was ist los? Warum flüstern Sie? Ich plane eine Überraschung für Stationsleiterin Cash. Sie beschwert sich ständig, dass unser Spirituosenangebot so harmlos ist. Kedera Port soll berühmt sein für seine bizarren Eigengebräue. Es heißt, sie würden ordentlich reinhauen. Es wäre schön, wenn sie einige davon mitbringen könnten. Und zu niemandem ein Wort. In Ordnung. Ich werde versuchen, welche aufzutreiben. Ausgezeichnet. Oh, Scheiße. Ja, liebe Freunde, das heißt, wir müssen zurück nach Kedera Port. So oder so. Also, was haben wir denn hier noch? Familiengeheimnisse, Ryder, kenne deinen Feind. Nein. Priorisierte Option, nein. Nexus, da. Wo war das denn mit Spender? Irgendwie zusätzliche Aufgaben. Kettgeräte zerstören, Kedaras Lösegeld. Ermittlungen wegen Unterschlagung? Nein. Infektion? Nein. Karis nächsten Interviewslot warten? Nein. Keine Ahnung.
Da. Nichts wie weg hier. So, wo müssen wir hin? Habitationsdeck. Ich glaube, Habitationsdeck war das. Bauarbeiten und Reparaturen an verschiedenen Teilen der Nexus gehen auf unbestimmte Zeit weiter. Besucher werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wir sind falsch. Ja. Habe ich schon mal gesagt, dass ich so große Stationen nicht mag? So. Andockbucht, genau. Nakmur Morda verteidigt ihre Position als kroganischer Overlord. Nachdem die Kroganer die Nexus verlassen hatten, machte Jorgel Strux Ansprüche auf den Platz ihres rechtmäßigen Anführers in Helios geltend. Morda behielt ihren Titel jedoch, indem sie Strux vor den Augen einer tosenden Menge auf Veladen im offenen Kampf besiegte. Das war HNS mit den aktuellen... HNS... So, zurück hier. Jetzt geht's nach Kedera. Und dann schauen wir mal. So. Alle Systeme im grünen Bereich. Danke, my friend. So. So. Dann. Dann können wir auch mal gucken, ob wir wirklich noch nicht beim aktuellen Stand bei dem einen sind. Das können, das trifft sich ja supidupi und so. Njom. So, dann gehen wir auf die Landezone von Kedera. Tja, irgendwie führt immer alles zurück nach Kedera, ich weiß es nicht. So, ich muss aber nochmal gerade ganz kurz AFK, wir sehen uns dann... gleich wieder. Bis denn. Sorry für die kleine Unterbrechung, da bin ich wieder. Apropos, wir sind 47, ne? Ah, wir haben 0 Punkte. Genau. Musste ich gerade mal gucken. Wir gehen zuerst nochmal hier in die Slums. Zu unserem werten Collegen. Yes. Kann alles so bleiben. Alles ist perfecto, Mondo. Mal schauen, ob der jetzt wirklich nichts mehr zu sagen hat. Mir wurde ja gesagt, der hätte noch was. Und wir sind immer noch nicht aktuell. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Wenn doch, wär's ganz cool. Sind wir wieder in strahlender Rüstung unterwegs. Wieder in die Disco. Hallöchen, Race. Ich hatte gehofft, dass Sie vorbeikommen. Also, für mich sieht das aus, als ob das fertig wäre. Ups. Man sieht sich. Ich sollte jetzt besser gehen. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben. Naja. Hat wohl nicht sollen sein. Vielleicht ist das wirklich gerade aktuell oder so. Oder ich habe vielleicht was Falsches aktiviert bei den Fragen.
Das kann natürlich auch sein. Will ich jetzt nicht hoffen, aber so scheint es mir jetzt. So, Slums verlassen, ja. Dann gucken wir noch in dem... für die Spirituosen einmal und für Necmore Drake.